Wir springen ins Qualifying und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Die Tribüne ist so hell und da sind Leute drauf. Apropos drauf, Jeff ist auch wieder drauf. Wie Kubica bei seinem Test für den baldigen wieder Formel 1 Einstieg im Renault mit seinem Hinterrad einfach mal die Garagenverkleidung mitgenommen hat. Daran muss ich gerade irgendwie denken. Jeff, sei leise. Schade, wie Kubica auf seinem, ich sag mal, Höhepunkt pausieren musste, aber ich finde es besonders schön für ihn und auch meinen allergrößten Respekt, wie er sich trotz seiner dann späteren Einschränkung einfach wieder zurückgekämpft hat und den Platz in der Formel 1 wiedergefunden hat und das, wie ich finde, auch beachtlich. Wo die Reise hingeht. Einstellig wäre sehr schön. Das ist zu weit. Etwas zu weit. Etwas zu schnell rein, geht aber noch gut. Etwas eher aufs Gas steigen können. Aktuell stehen wir auf der 2, 8,5 Zehntel hinter DC. Michael Schumacher ist auf der 1, frisch auf die 1 gerutscht. Oha, der eigenen Bestzeit hinterhängen und natürlich auch deutlich mit Schumacher. Schade. Also nicht schade, dass wir uns nicht gedreht haben.
Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich fahre in letzter Zeit etwas mehr, wie Michael Schumacher es sehr gerne gemacht hat. Was meine ich damit? Bei Kurven, die über 90 Grad hinausgehen. Sowas hier ist praktisch 90 Grad. Die letzte Kurve zum Beispiel geht über 90 Grad hinaus. Hat Michael Schumacher ganz gerne immer verdammt spät gebremst, den Kurvenscheitel gefühlt etwas verpasst, um dann wieder rechtzeitig oder frühzeitig besser gesagt aufs Gas steigen zu können. Das hat er auch gerne mit einem unruhigen Heck kombiniert. Wagen sehr spät in die Kurve rein, sehr spät und dann eben auch sehr stark gebremst. Dafür aber auch eben früh aufs Gas steigen können. Das ist natürlich die Vorderreifen dann schön angegriffen. Aber das versuche ich jetzt schon seit etwas länger. Oh. Umzusetzen, ich habe geschlafen. Ich hätte diese Runde reinkommen sollen, ich habe mich im Erzählen vertüdelt. Wir müssen die Runde jetzt reinfahren. Wenn man zum Beispiel auch mal die Onboard-Aufnahmen von Michael Schumacher zum Beispiel um die Jahrtausendwende sieht, zum Beispiel einfach mal nur, dann sieht man auch deutlich, wie er den Wagen spät in die Kurve reinschmeißt, dann wird das Heck unruhig, das korrigiert er dann mit Gegenlenken, positioniert aber auch so den Wagen, dass er wieder frühzeitig aufs Gas steigen kann. Und verpasst eben dann gefühlt den Kurvenscheitel. Geht nicht bei solchen Kurven wie hier oder hier. Es geht bei der vorletzten und auch bei der letzten Kurve, wenn sie über 90 Grad hinausgeht. Also sehr spät reinbremsen, sehr weit außen sein und dann frühzeitig den, oder mit einem weiten Bogen den Kurvenscheitel anvisieren. Praktisch in der Kurvenmitte sehr langsam sein, beim Kurveneingang sehr schnell, aber dann eben auch beim Ausgang sehr schnell. Das kann man natürlich nicht bei Kurven wie zum Beispiel in den SS von Suzuka machen. Dafür sind die auch einfach zu schnell und da bremst man ja auch praktisch nicht rein. Da lässt du den Wagen teilweise auch eher etwas rollen. Wir liegen gerade auf der 3, knapp vor der La Rosa. Das ist gerade noch gar nichts. 13, das ist zu knapp. Da rechts in den Rückspiegel guckt. Fertig. Ein Benetton ist hinter uns. Also hier die nächste Kurve ist auch dafür ganz gut geeignet. Spät reinbremsen, sehr weit außen sein. Und dann ziemlich spitz den Kurvenscheitel bekommen. Ich würde bloß den Benetton etwas eindrecken. Michael Schumacher immer noch auf der 1.
den Scheitel verpassen, weit ausholen, früh anvisieren können, aufs Vollgas zu steigen. So, neue Runde, neues Glück. Ah, ich muss schlüpfen. Mann! Ein Ferrari hinter uns, aber ich bin gerade auf meiner schnellen Runde. Ich bin zwar langsamer als die bisher eigens platzierte schnellste Rennrunde. Rennrunde, sage ich immer. Aber es tut nichts zur Sache. Michael Schumacher hinter uns. Rothelm. Noch Platz. Wow! Was war das denn? Ein Maulwurfshügel. Hoffentlich gibt es dafür eine gute Kameraperspektive. Na, wobei, die war in Ordnung. Sieht man bei ihm leider nicht. Jetzt zu früh, zu nah am Scheitelpunkt. Letzte Runde mit diesem Reifensatz. Schneller als der eigene Bastard. Rotnasenspitze ist hinter uns. So früh zu weit in. Sechs, drei, sechs. Langsamer Mist, ich habe im letzten Sektor einiges verschmissen. Da ist mir vierter. Wir sind aber zu knapp vor der La Rosa. Ich denke nicht, dass der La Rosa hier ein super duper Qualifying hinlegt. Das ist aber rutschig. Boah, ist der Maushügel hier heute. Ich will den Randstein da innen mitnehmen. Ich durfte nicht. Steilkurve.
Der Kurs hat vor uns und zwar eine gute Sekunde. Drei Tankrunden. Eine schnelle Runde noch. Und der hinten links und der Hocker einfach verschwindet und auf einmal steht. Okay, alles klar. Diese Spur da einfach verschwindet beim Bergaufstieg. Die Strecke in Ungarn ist echt schwierig. Ich ziehe gerade auf die Reifen ab. Hier ist es schweinewarm und man hat nur auf Stadtziel und beim Bergaufstück eine Erholphase für die Reifen. Ansonsten sind die ja ständig in irgendeiner Kurve. Jetzt zwar nicht super schnelle Kurven, aber ständig so im 150 km/h Bereich in etwa. Ständig im Richtungswechsel. Das wird angezogen. Nochmal. Linker Vorderreifen. Ah, das war es auch wieder. Ja, ganz schlimmer Teil. Das sind zwar nur so um die 150 km/h, das hier jetzt im Himmel mit über 200. Aber es geht richtig auf die Reifen. Die haben halt keine Chance, sich irgendwie zu erholen. Gut, dann kommen wir halt rein. Aktuell Platz 5. Ach, ärgert mich, dass ich hier keine Bestzeit mehr hinlegen konnte, denn eine Bestzeit war durchaus drin. In Sektor 1 und 2 habe ich das schon hingelegt, aber halt nicht auf eine Runde zusammenbekommen. Das war nichts Einstelliges. Michael Schumacher auf der 1 deutlich vor seinem Bruder. Dann kommt Häkkinen, Montoya auf 4, Trulli auf 6, nicht schlecht. Davor ist noch der David. Heidfeld auf 7, das ist ja richtig, richtig gut. Barrichello nur auf 8. Alesi De La Rosa hat es vor uns geschafft. Wir, stark von De La Rosa. Panis Jong auf 13. Uiuiui. Bernoldi auf 14. Auch nicht schlecht. Villeneuve auf 15. Viel zu weit hin. Irvine, Engel, Verstappen, Frenzen, Alonso, Fisico und Button. Die beiden Benetton schließen das Feld zusammengeschlossen ab.
Na, vielleicht ist Heidfeld ja auf den Geschmack gekommen und möchte wieder was Sehbares mitnehmen. Wäre schon schön. Was wir von der Elf ausrichten können, schwierig. Ich denke eher nichts, aber mal gucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.